Der 17-jährige Tomfin Knorz hat zwei ältere Brüder und ist der einzige Sohn der fünfköpfigen Familie, der noch mit den Eltern in ihrer Heimatstadt Braunschweig wohnt. Von seiner Kindheit an ist Tom ein willensstarker Mensch, der für sich einsteht. Er spielt leidenschaftlich gern Basketball, besucht ein Gymnasium und plant nach seinem Abitur eine Reise nach Australien zu machen. Am 2. November 2014 ist Tom gemeinsam mit einem Klassenkameraden in Braunschweig unterwegs. Die Jungs haben ihre Fahrräder dabei, trinken ein paar Bier und genießen die letzten Tage ihrer Herbstferien. Um etwa 1.15 Uhr brechen die beiden in der Innenstadt auf, ziehen aber noch etwas weiter. Die beiden sind relativ lange draußen und machen sich erst am frühen Morgen des 3. November auf den Heimweg. Gegen 3.30 Uhr trennen sich ihre Wege im Bereich Kanzlerfeld, einem Stadtteil im Nordwesten der niedersächsischen Großstadt, und die beiden Jungen fahren jeweils allein weiter. Um 3.58 Uhr, also ungefähr eine halbe Stunde, nachdem die Jugendlichen sich verabschiedeten, schreibt Tom noch eine SMS an seinen Bruder, der in Berlin lebt. Hi Basti, schläfst du schon? Bestimmt. Ich glaube, ich bin ganz schön betrunken. Diese SMS wird das letzte Lebenszeichen von Tom und gleichzeitig der Beginn eines großen Rätsels für die Ermittler, welches bis heute ungelöst ist. Gegen 4.05 Uhr am Morgen des 3. November 2014 ist ein Autofahrer im Auftrag einer im Gewerbegebiet liegenden Bäckerei im Bereich der Unterführung von der Breuzimmer Straße in Richtung Büchner Straße unterwegs. Die besagte Unterführung in dem Braunschweiger Industrieareal ist auch als Graffiti-Brücke bekannt. Mitten auf der Fahrbahn liegt ein menschlicher Körper. Am Straßenrand steht ein Fahrrad, dessen Kette abgesprungen ist. Der Oberkörper des Jugendlichen auf der Fahrbahn ist unbekleidet. Seine Klamotten liegen neben ihm. Äußerlich sieht es so aus, als wäre er unverletzt. Trotzdem ist er nicht ansprechbar. Deswegen wird ein Rettungswagen gerufen, der ihn ins Krankenhaus bringt. Wie ihr sicherlich schon ahnen könnt, handelt es sich bei dem Bewusstlosen um Tom Finn Knorz. Im Krankenhaus wird festgestellt, dass Tom schwerste innere Verletzungen und ein Schädel-Hirntrauma hat. Seine Eltern werden benachrichtigt und treffen am frühen Morgen im Krankenhaus ein, darauf hoffend, ihren Sohn möglichst wohlauf anzutreffen. Doch schon gegen 11 Uhr erhalten sie vom Oberarzt die schlimmstmögliche Nachricht. Tim Finn Knorz wird diesen Tag nicht überleben. Seine Verletzungen sind zu schwerwiegend. Was genau passiert ist, ist zu diesem Zeitpunkt sowohl für seine Familie als auch für die Ärzte vor Ort völlig unklar. In Anbetracht der ungewöhnlichen Situation werden umgehend polizeiliche Ermittlungen eingeleitet. Zwar sind Unfälle im Straßenverkehr für medizinisches Personal und Beamte ein trauriger Alltag, doch Tom Finns Fall hebt sich ab. Weshalb liegt er in einem kühlen Novembermorgen mit nacktem Oberkörper mitten auf der Straße? Und wie kann er zu Verletzungen gekommen sein, die äußerlich derart unscheinbar und dennoch so tödlich sind? Dass Tom vielleicht von der Brücke heruntergefallen ist oder sich sogar mit Absicht das Leben genommen hat, schließt die Polizei anhand der Auffindesituation und seiner Verletzungen aus. Stattdessen gehen die Ermittler davon aus, dass Tom von einem größeren Fahrzeug erfasst worden sein muss. Wenn der Zusammenstoß seitlich erfolgte, dann würde es erklären, weshalb Tom nicht von einem Wagen überrollt, sondern zur Seite geschleudert wurde. Wenn es wirklich so passiert ist, dann könnte es sogar sein, dass ein Fahrer eines großen Wagens, wie zum Beispiel eines LKWs, nicht zwangsläufig etwas von einem Zusammenprall bemerkt hätte. Anhand der Situation vor Ort erkennen die Ermittler aber auch, dass Tom zum Zeitpunkt eines möglichen Unfalls nicht auf seinem Fahrrad gesessen hat, sondern auf der Straße gestanden haben muss. Als das Fahrrad von Tom gefunden wurde, stand es mit abgesprungener Kette am Rand der Straße. Von der Graffiti-Brücke aus waren es bis zu Toms Zuhause etwa 750 Meter. Möglicherweise ist die Fahrradkette herausgesprungen und er wollte den restlichen Weg gehen und schieben. Dabei könnte er von einem Auto erfasst worden sein. Dass der Jugendliche mit nacktem Oberkörper gefunden wurde, erscheint zunächst unlogisch.
Möglicherweise ist Tom selbst noch einmal aufgestanden und hat sich seine Oberbekleidung ausgezogen. Den Untersuchungen der Rechtsmedizin zufolge wäre es möglich, dass Tom nach einem Zusammenprall nicht sofort handlungsunfähig war, sich also tatsächlich noch selbst ausgezogen haben könnte. Spuren unter der Graffiti-Brücke lassen vermuten, dass er sich noch etwa 5 bis 6 Meter vom eigentlichen Aufprallort entfernt haben könnte. Ein anderer möglicher Grund für das Fehlen seiner Oberbekleidung könnte sein, dass jemand Tom Finn angefahren und dies auch bemerkt hat. Daraufhin könnte der Fahrer eines Tatfahrzeugs ausgestiegen sein und den Jungen für tot gehalten haben. Um ihn wiederzubeleben, hätte er ihn ausziehen, um dann eine Herzdruckmassage durchführen zu können. Als er merkte, dass der Junge atmete, könnte er den Tatort wieder verlassen haben. Doch unabhängig von beiden Varianten steht fest, wenn jemand Tom Finn angefahren hat, dann hat die entsprechende Person Fahrerflucht begangen und sich somit strafbar gemacht. Etwa 30 Beamte suchen den Fundort ab, in der Hoffnung, weitere Spuren zu entdecken, die Licht ins Dunkle bringen könnten. Tatsächlich findet die Polizei dabei das Handy von Tom in einem nahegelegenen Gebüsch. Dadurch lässt sich im Grunde ausschließen, dass ein Raubdelikt vorliegt, denn Tom hatte sein Portemonnaie noch bei sich. Somit sind die Wertgegenstände, die er bei sich hatte, allesamt wieder aufgetaucht. Eine Unfalltheorie, wie eben erläutert, wird somit wahrscheinlicher. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, weshalb Toms Handy in dem Gebüsch und nicht, wie auch sein Portemonnaie, bei ihm gefunden wurde. Die Polizei macht auch einen Zeugen ausfindig, der gegen 3.20 Uhr zwei Personen mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet, mit Fahrrädern unter der Graffiti-Brücke gesehen haben will. Ein weiterer Zeuge meldet die Sichtung dieser beiden Personen unter der Brücke ebenfalls. Allerdings sagt er, dass es etwas später war, nämlich etwa gegen 3.45 Uhr. Wer diese beiden Menschen sind und ob sie etwas mit Tom Finn zu tun haben, kann nicht herausgefunden werden. Doch es ergibt sich noch ein weiterer Ansatz. Im Laufe der Ermittlungen wird auch ein Zusammenhang mit einer weiteren Straftat in Erwägung gezogen. Nur wenige hundert Meter von der Graffiti-Brücke entfernt wird um 3.46 Uhr die Alarmanlage des Möbelhauses Möbelboss ausgelöst. Dort wird versucht, am östlichen Eingang eine Tür aufzubrechen. Doch der Versuch scheitert. Als die Polizei am Geschäft eintrifft, sind der oder die Täter bereits verschwunden. Wie wir wissen, muss Tom zwischen 3.58 Uhr, als er die SMS an seinen Bruder abschickte, und 4.05 Uhr, als der Zeuge ihn leblos auf der Straße fand, verunfallt sein. Zwischen dem Auslösen der Alarmanlage und der letzten SMS liegen also 12 Minuten. Für ein oder mehrere gescheiterte Einbrecher würde diese Zeit ausreichen, um von Möbel Boss zur Graffiti-Brücke zu gelangen. Sind die Personen, die mit dem versuchten Einbruch zu tun haben, vielleicht auch in den Unfall involviert, der für Tom tödlich endete? Und hängen mit eben diesem Einbruchsversuch vielleicht auch die zwei unbekannten Personen zusammen, die im Abstand von jeweils 20 Minuten unter der Brücke gesehen wurden? Leider kann keine dieser Fragen im Laufe der Ermittlungen beantwortet werden. Bei einer Pressekonferenz im Winter 2014 erklärt der Ermittlungsleiter, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den beiden Personen mit Fahrrädern sogar um Tom Finn selbst und seinen Freund gehandelt haben könnte. Obwohl die beiden Jugendlichen sich vorher getrennt hatten, wäre es möglich, dass sie sich wieder über den Weg liefen. Denn Toms Freund war stark betrunken und hat von der Nacht des 3. November einen Filmriss. Falls er eventuell sogar den Unfall mit angesehen hat, wäre es möglich, dass er sich aufgrund eines zusätzlichen Schocks nicht mehr daran erinnern kann. Doch die Polizei hält es für wahrscheinlicher, dass es sich um eine andere Person handelt, die weiterhin gesucht wird. Die Polizei macht die Lieferfahrzeuge, die in der Tatnacht in dem Gewerbegebiet unterwegs waren, ausfindig und überprüft jegliche Anomalien rund um die Tatzeit. Doch keines der Fahrzeuge weist Unfallschäden oder Unregelmäßigkeiten in den Fahrtenschreibern auf. Über 2000 Personen, die nach einer Funkzellenauswertung ermittelt werden konnten und sich zu dem fraglichen Zeitrahmen im Radius des Unfallortes aufgehalten haben, werden zu dem rätselhaften Unfall befragt. Doch keine von ihnen kann einen erhofften Hinweis erbringen.
Anfang 2015, knapp 3 Monate nach Tom Finns Tod, gibt der zuständige Polizeioberkommissar an, dass es eine neue Spur gebe. Ein obdachloser Mann soll zur Zeit der Tat oft unter der Graffiti-Brücke geschlafen haben. Tatsächlich wurde genau dieser Obdachlose im November schon von der Polizei vernommen und hatte angegeben, in der Tatnacht einen LKW mit einem Kölner Kennzeichen gesehen zu haben. Später habe dieser Mann diese Aussage bestritten und der Polizei vorgeworfen, sie würde lügen und er hätte diese Angabe nie getätigt. Da er an diesem Tag einen Promillewert von 2,8 aufwies, lassen sich die Befragungen nicht verwerten. Auch eine Mitarbeiterin einer Diakonie, bei der der obdachlose Mann zeitweise untergekommen sein soll, hat ausgesagt, der mögliche Zeuge habe in der Tatnacht etwas beobachtet und ihn hätte dies sehr beschäftigt. Doch er ist nicht dazu verpflichtet, mit der Polizei zu reden, zumal er seine erste Aussage ja revidiert hatte. Bis heute lässt sich in keiner Quelle ein Verweis darauf finden, dass dieser Mann noch einmal eine Aussage gemacht hat. Allerdings sollen wohl Familienmitglieder von Tom Finn mit ihm geredet haben, wobei der Obdachlose sich innerhalb seiner Schilderung immer wieder selbst widersprochen habe. Ob seine Äußerungen überhaupt als Aussagen verwertbar und hilfreich wären, ist somit fraglich. Am 11. Februar 2015 meldet sich ein unbekannter Anrufer telefonisch beim Kriminaldauerdienst. In einem beinahe 40-minütigen Gespräch redet der anonyme Mann über den Fall Tom Finn Knorz und darüber, dass er vermutet, ein LKW habe ihn erfasst und dies sei vom Fahrer eventuell unbemerkt geblieben. In den Unterlagen vermerkt der Kriminaldauerdienst, dass der entsprechende Anruf um ca. 15.57 Uhr eingegangen war. Dementsprechend stellen die Ermittler am nächsten Tag, den 12. Februar, bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig den Antrag, alle Anrufer ab dieser exakten Uhrzeit auszuwerten. So geschieht es auch. Doch am 16. Februar gibt die Polizei bekannt, dass der Anruf nicht unter den ausgewerteten Telefonverbindungen gewesen sei. Der Grund dafür ist ein unglückliches Missgeschick. Die Telefonate werden nicht erst ab dem Zeitpunkt erfasst, an dem das Gespräch zwischen Anrufer und Mitarbeiter beginnt, sondern schon sobald die Verbindung zur zentralen Telefonanlage der Polizei hergestellt wird. Mehr als 500.000 Anrufe werden überprüft, ehe festgestellt wird, dass der entsprechende Anruf bereits um 15.56 Uhr und 11 Sekunden begonnen hat. Aus diesem Grund taucht er in den Daten der Polizei auch nicht bei den Anrufen ab 15.57 Uhr auf. Und das, obwohl das Gespräch zwischen Mitarbeiter und anonymen Anrufer eigentlich zu diesem Zeitpunkt erst begonnen hat. Zwar stellt die Polizei am 17. Februar erneut einen Antrag auf eine Herausgabe der Telefondaten, doch leider kommt dies zu spät. Nach 5 Tagen werden jegliche Daten von den Netzbetreibern gelöscht, sodass das Gespräch am 11. Februar nicht mehr zurückverfolgt werden kann. Wer der anonyme Anrufer ist, der mehr als 40 Minuten über den Fall von Tom Finn Knurz redete, konnte somit bis heute nicht festgestellt werden. Im Juni 2015 wird der Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst behandelt. Während der Sendung werden der anonyme Anrufer und das etwa 40-minütige Telefonat nicht mehr erwähnt, obwohl die Sendung ein geeigneter Anlass gewesen wäre, um an den Anrufer zu appellieren, damit dieser sich vielleicht noch einmal meldet. Eventuell lässt dies darauf hindeuten, dass die Spur weniger relevant ist als gedacht. Aber das ist natürlich nur eine subjektive Vermutung. Noch während der Sendung gehen 12 Hinweise bei der Polizei ein. 2 davon werden als konkret bewertet. So berichtet ein Anrufer, sei mit einem Bekannten auf der Graffiti-Brücke gewesen und habe eine interessante Beobachtung gemacht. Wir erinnern uns daran, dass 2 Zeugen aussagten, sie hätten in der Nacht 2 Personen in der Nähe der Brücke gesehen. Diese Zeugen werden weiterhin gesucht und es scheint, als habe man sie nun vielleicht endlich ausfindig machen können. Und tatsächlich kann der Anrufer Angaben zum Fahrzeugtypen und Teilen eines Kennzeichens machen, die eventuell für den Unfall verantwortlich sind. Einem weiteren Anrufer ist nach dem Unfall ein Fahrzeug mit entsprechenden Schäden aufgefallen, die Hinweise auf eine Verwicklung sein könnten. Die Anrufer kommen allerdings allesamt nicht aus der Region Braunschweig
und haben erst durch die Aktenzeichen XY-Sendung von dem tödlichen Unfall erfahren. Was erklären würde, warum sie sich nicht zu Beginn der Ermittlungen gemeldet haben, sondern erst ein Jahr später. Doch leider verlaufen die beiden so vielversprechend erscheinenden Spuren im Sande. Der zuständige Polizeisprecher Joachim Grande erklärt im Juli 2015 zu dem Mann, der in der Tatnacht an der Brücke gewesen sein will: Diese Angaben haben sich nicht bestätigt. Wir mussten feststellen, dass dieser Anrufer ein offensichtlich verwirrter Mensch aus dem Süden Deutschlands ist. Und auch der zweite Anrufer mit dem Hinweis auf ein Fahrzeug mit Unfallschäden bringt die Ermittlungen nicht voran. Es stellte sich heraus, dass der genannte Wagen zwar einen Unfall hatte, dieser jedoch weit vor dem Unfall des Jungen geschah. Somit zerschlagen sich beide Spuren, die nach der Aktenzeichen XY-Sendung zunächst so aussichtsreich erschienen, und die Vorgänge rund um den Tod von Tom Finn bleiben bis heute ungeklärt. Es ist schockierend zu wissen, dass es irgendwo einen Menschen geben muss, der genau weiß, was Tom Finn Knurz zugestoßen ist. Die Person, die für seine Verletzung und seinen damit verbundenen Tod verantwortlich ist, konnte bis heute nicht ausfindig gemacht werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos ist der Unfall von Tom schon über 7 Jahre her. Und doch gibt es viel zu wenige Antworten auf die Fragen, die sich beim Betrachten der Fakten unweigerlich stellen. Wie spielten sich die letzten 7 Minuten vor dem Auffinden von Tom ab? Wer sind die beiden Männer, die kurz vor dem Unfall unter der Graffiti-Brücke gesehen wurden? Mit welchem Fahrzeug wurde Tom erfasst und von wem? Und hängt der missglückte Einbruchsversuch einige hundert Meter entfernt tatsächlich mit seinem Tod zusammen? Ich hoffe sehr, dass es auf diese Fragen irgendwann noch eine Antwort geben wird. Denn wie gesagt, irgendjemand muss wissen, was am Morgen des 3. November 2014 geschehen ist. Glaubt ihr, durch meine Schilderung Zusammenhänge erkannt zu haben? Wenn ja, schreibt eure Vermutungen gerne in die Kommentare. Solltet ihr noch zusätzliche Informationen haben, die im Video nicht genannt wurden, schreibt mir gerne eine E-Mail an insolito.yt@gmail.com oder eine Direktnachricht bei Instagram. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Mit 2 Klicks und ein paar Tastaturanschlägen könnt ihr so den Algorithmus dazu anregen, dass das Video auch Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.